César Olagaray, auch Chilene, ist zu DDR-Zeiten schon hier hergekommen, hat hier auch an der HFBK studiert, also erst an der katholischen Universität in Santiago de Chile, dann hier in Dresden. Die Geschichte, die muss man kennen, damit das sozusagen, ich will mal nicht im Weg stehen, Sie dürfen. Ja, wir sind ja reingekommen, da war alles voller Müll, riesige Berge, also bei Facebook könnt ihr mal reingucken, ja? Riesige Berge, also wirklich so 1,50 Meter hoch, Dreckberg, richtig Müll, Dosen, Erde, riesiger Dreck. Und diesen Raum, den haben wir fast nicht verändert, der ist fast so, wie er vorgefunden wurde. Hier hat also ein Obdachloser übernachtet, nämlich dieser Heinz Hoffmann. Die Else Gold war sofort verliebt in dieses Zimmer. Die Künstlerin heißt Else Gold und stammt auch aus Meißen, hat nicht zufällig auch was mit diesen Scherben dort zu tun. Ja? Und es ist tatsächlich so, dass wir diesen Raum nicht verändert haben. Hier hat der Heinz Hoffmann genächtigt. Und was also sehr interessant ist, Sie sehen dort auch Behördenschreiben von der Stadt Dresden übrigens natürlich, ja, also vom Sozialamt. Eine Zuweisung für diese, das liegt alles dort, eine Wohnungszuweisung, eine Zeitung aufgeschlagen da hinten, wo er nach Wohnungen sucht, Wohnungsannoncen hat auch angekreuzt. Und das liegt sozusagen in diesem, den hat es quasi wirklich richtig aus dem Leben geschossen. Und der Pixel. Ja, genau. Und